Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Anno 1800, ihr Lieben. Willkommen zurück hier zu Bright Sands. Da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, geht es auch gleich weiter. Beim letzten Mal haben wir hier schon mal so ein bisschen versucht, hier genug Sachen her transportieren zu können. Ich werde das hier nochmal so ein bisschen optimieren. Rum wird hier mittlerweile so ein bisschen hergebracht und wir schauen uns mal nochmal die Handelsrouten an. So, wir haben ja jetzt von der alten Welt zur neuen Welt. Wir haben hier Ditchwater. Wir müssen an diesem halt sehr lange warten, steht hier. Hier soll nicht mehr in Ditchwater angelegt werden, sondern in Bright Sands, würde ich mal sagen. Und wo ist denn das Schiff jetzt überhaupt? Ist es hier in Ditchwater angelegt? Ja. Erwarten neue Horizonte. So, das ändern wir jetzt mal. Konsumgütertechnisch. Ja. Wir werden das auf jeden Fall hier hinbringen. Das können wir sogar jetzt vielleicht irgendwie ändern, glaube ich, ne? Ich ändere das jetzt mal sogar. Also hier nicht mehr Ditchwater, sondern Bright Sands. Da werden wir dann rum abladen. So viel wie geht. Ditchwater dann raus. Als ups. So rum muss das gemacht werden, ne? Genau. Und los geht's. Alles bereit. Sehr schön. Also das hätten wir hier so geregelt. Ich wollte hier noch ein Folgendes optimieren. Und zwar, wir haben ja hier in der alten Welt, würde ich Seife und diese Anzüge auch mal miteinander kombinieren. Und dann kann dieses Schiff hier, die Falke, eigentlich damit aufhören. Neue Befehle? Die Falke nehmen wir da mal jetzt raus. Wir haben hier eh genug Klamotten, ne? Das langt immer, finde ich. Also die Falke soll hier gerne mal wieder alles zurückbringen. Und dann lösche ich auch diese Route. Wie konnte ich die nochmal löschen? Route löschen. Neue Welt, alte Welt, neue Welt. Jetzt könnte man sich natürlich überlegen, ja? Entschuldigt, ihr Lieben, ich habe so leicht Schnupfen und Husten, aber das geht. Man könnte jetzt natürlich überlegen, der eine bringt Stoffe rüber und dann halt Bier dann an die andere Ecke der Welt, zur anderen Ecke der Welt. Wie hatte ich das hier nochmal optimiert? Hier, das wird jetzt in Bright Sands abgeholt, ne? Genau. Aber wenn die Bierproduktion auch davon abhängt, dann weiß ich nicht, ob ich das mit den Broten und so machen soll. I don't know. Vielleicht ja doch. Wie sieht es denn mit den Lieferungen hier aus? Zur Stelle. Schönen Tag auch. Brote und Bier. Ja, an sich geht das. Wir müssen hier jetzt aber... Einsatzbereit. Aber auch mal irgendwie dafür Sorge tragen, dass wir... Also hier muss ja auch rum hinkommen. Ja, dann kann das ja die Falke machen, ne? Wo ist die Falke überhaupt? Falke ist hier. Soll erstmal rüberfahren. Und dann werden wir mal schauen, ob das mit dem Rum ausreichen wird. Vermutlich nicht auf Anhieb. Aber werden wir dann sehen. Erst wenn das so einigermaßen läuft,
Werde ich mir das angucken. Neue Befehle? So, die Falke wird dann für das zuständig sein. Ich habe hier die Befürchtung, dass das hier mit den Anlegestellen nicht reichen wird. Deswegen werde ich gleich noch einen bauen. Why not? Gleich somit hier hin. Da fehlen aber 40 Fenster und 30 Holz. Deswegen werden wir natürlich zweimal Holz und zweimal Fenster rüber. Ne, einmal Fenster rüberbringen. So, Baumaterialien. Oh, keine Kanonen, nein. So. So, genau. Irgendwo gibt es einen Brand. Wo, weiß ich nicht. Man hört es. Oh, Freigabe der Zeitung. Erwische ich Sie bei besonders guter Laune, Direktor? Krieg erklärt Rumknappheit. Ja, das kennen wir. Wer, haben wir jetzt gerade Krieg oder was? Habe ich da was verpeilt? Oder war das vom letzten Mal noch? Wir haben noch einen Waffenstillstand. Geh nicht mal in einen Friedensvertrag umwandeln. 4000, okay, gerne. So. Ja, Rumknappheit ist bekannt. Ja, gucken wir mal weiter. Die Falke ist wieder zurück. So, das die musste jetzt in Druck gehen. Haben wir. Ah, ich hab's nicht veröffentlicht. Neue Befehle? Okay. Schadet nicht. So. Wir sagen jetzt einfach mal, hier wird dann Rum geholt. Konsumgüter Rum. Hä? Wieso sehe ich das nicht? Gucke ich gerade nicht richtig? Da ist er ja. Bright Sands soll rumgeholt werden, gerne. Und dann hier rüber. So, entschuldigt nochmal, ihr Lieben. So, Ditchwater. Und das ist dann die Bright Sands. Ditchwater Route. So. Ach ja, das können wir dann in die alte Welt verschieben. Ditchwater, Bright Sands. Bright Sands, Ditchwater. Nicht schlecht. So, wir haben hier eigentlich echt massig an Rum liegen, glaube ich. Ja. Wenn wir mit irgendwie klarkommen müssen, wir werden jetzt ein paar Mal warten und schauen, wie sich das hier mit dem Sachen hier entwickelt. Wo ist denn der Brand eigentlich? Ist er hier in Ditchwater oder was? Wo brennt es? Ach nee, das war der Tod, ne? Der hier. Ich hatte doch aber auch noch hier irgendwo ein Krankenhaus. Wird sich aber anscheinend drum gekümmert. Das sieht doch vernünftig aus. So. Sehr schön, Rum wird nochmal abgeholt gleich. Ansonsten passt das echt. Also, das sieht gut aus. Warum hatte ich hier eigentlich Bausachen mitgemacht? Weil ich hier noch ein Anlegestelle bauen wollte. Ob es notwendig ist, weiß ich noch nicht. Ich mach's einfach mal. So. Kosten ja irgendwie im Unterhalt. Was kosten die nochmal im Unterhalt? Irgendwie 50. Damit kommen wir klar. Dann, ja, hole ich hier nochmal Fenster und Stahlträger rüber. So. Ja, so viele Gleichgesinnte. Wir müssen das echt so machen, dass wenn alles da ist, werde ich weitermachen. Dann kommen auch Pelzmäntel hier rüber. Dann könnte man sich natürlich auch überlegen, ob die Pelzmäntel nicht
Ach, ich hätte es einfach so lassen sollen. Ja, hier drüben produziert werden sollen, ne? Wobei, die Leute brauchen wir eigentlich dafür, hier zu pushen. Das würden wir dann erstmal so ein bisschen aufteilen. Wir gucken uns das mal nochmal mit der Produktion an. Gesamtproduktion, was Konsumgüter angeht. Fehlt hier was? Die Waffenruhe wurde beendet. Rum scheint echt zu passen eigentlich. Wie ist bei minus 1? Das gefällt mir nicht. Versteckt die Flaschen, der Boss kommt. Ist so eigentlich, warum ist das hier, Das verstehe ich jetzt nicht, warum hier beim Bier immer noch... Soll ich noch eine Brauerei bauen? Ja, scheinbar ja, ne? Also Bier würde ich jetzt noch eine Brauerei bauen wollen. Wie sieht's eigentlich mit den anderen Kram aus? Ja, wir müssen noch eine Brauerei bauen. Dafür brauchen wir wieder 75 Arbeitskräfte. Aber ich sehe gerade, irgendwie klappt das hier mit der Seife nicht. Warum? Was ist hier mit der Seife los? Läuft bei 100%. Das kann doch nicht sein, oder? Das müssen wir uns mal angucken. Also Konsumgüter, alle Inseln. Wie sieht's mit der Seife? Seife passt eigentlich bei allem. Aber dann verstehe ich jetzt nicht, warum wir Seifenmangel haben. Warum hakt's bei der Seife? Ach, ich muss hier natürlich Mindestbestand festlegen, damit das hier nicht einfach immer weggegriffen wird. Eieiei, so. Jo, das wird wieder. Ich wollte jetzt nochmal so ein bisschen Holz, Fenster, geht echt runter, ne? Fenster, Stahlträger rüberfahren. Stillgestanden! Der Admiral. So. Wie sieht's mit dem Rumtransport aus? Neue Welt, ist unser Rumschiff schon da? Jawohl, ist auch voll. Sehr schön. Ein neuer Auftrag? Das sieht gut aus. Alte Welt. Yo, Bright Sand, Stitchwater. Jo, sieht gut aus. Weil, ja, die Arbeitskräfte brauchen wir halt. Deswegen hoffe ich mal, dass sich das hier mit der Seife erholt. Da hatten wir nicht drauf geachtet. Habe ich das denn hier mit dem Rum richtig eingestellt? Mindestlagerbestand müssen wir einstellen. So. Also wir müssen hier eigentlich gar nichts mehr erstmal vorerst verkaufen. Ich lasse das mal. Ja, Holz könnte man echt noch verkaufen, ne? Das ist ja, das wird ja so schnell nachproduziert. Ziegel verkaufe ich auch erstmal nicht. Lehm sowieso nicht. Segel lassen wir auch mal. Kohle auch. Stahlträger auch. Nehme ich mal erstmal raus. Fenster will ich auch nicht mehr verkaufen. Den anderen Kram überlegen wir uns dann noch.
Ja, das passt schon. Eieiei, das ist hier echt ärgerlich, was die Seife angeht. Also kommen wir hier nicht hinterher, oder wie? Uns geht das Material aus. Oh, es fehlt an Getreide, Leute. Oha. Es fehlt echt an Getreide. Das müssen wir jetzt auch optimieren. Uiuiuiui, so langsam verliert man die Sachen auch aus dem Auge, ne? Kommen wir nochmal hier hin. Ah, ist noch nicht so in Reichweite, ne? Aber so ja. Dann ballern wir das hier nochmal so zu. Das soll auch schön werden, ne? Wenn wir das schon mal machen. Kann man hier auch noch mal eins machen? Jo, kann man. Oh ja, das ist echt viel, ne? Was das hier für die Getreidehöfe so bedeutet, ne? Wenn man so ein Dings da dabei hat. So. Legen wir noch mal eine Straße hin. Also Getreide muss echt genug kommen. Das ist sonst, wird sonst nichts. Ich habe ja die Befürchtung, dass das nicht reichen wird, weil wir wollen ja auch immer genug Leute für die Werft haben, falls wir Schiffe bauen. Ja, wir holen jetzt mal so ein bisschen Holz rüber. Schoner steht bereit. Wo bleibt der rum? Der ist unterwegs. Sehr langsam natürlich. Okay, ich sehe gerade rum. Und Bier. Ja, rum müssen wir mal in die neue Welt rüber. Hatte ich Items für rum? Jetzt insbesondere mal für, ja, für eine Handelskammer? Nee, ne? Siedereien, Schreinereien, Bäcker. Okay, was war das hier? Bäcker? Unterhaltskosten. Okay, das können wir uns auch nochmal überlegen. Bäckereien. Produktivität 40. Ah, okay, muss ich mir mal überlegen. So. Nee. Also nichts für die Rumproduktion. Deswegen. Ja, würde ich mal sagen. Was brauchen wir dafür? 30 Bauern und. Nee, 40 Bauern brauche ich insgesamt. Wie sieht es hier mit der Holzproduktion aus? Als Rohstoff, Rohmaterial? Scheint okay zu sein, ne? Weil es noch nicht gebraucht wird. Gut, dann... ja, brauchen wir Leute, ne? Wir müssen ausbauen. Wie machen wir das? Wir setzen mal hier so ein paar Häuser hin, ne? Würde ich mal sagen. Hier kommen ja dann immer so 10 dazu, ne? Eigentlich könnte ich die abreißen. Ich will jetzt nicht mehr als nötig haben. Damit wir hier auch irgendwie keine Probleme damit bekommen. 9, 18. Reicht nicht ganz. Dann noch einen dritten. Dann. Einmal so.
Marktplatztechnisch schauen wir mal, ob das passt. Scheint zu passen. Hervorragend. Ich habe nie daran gezweifelt. Ja, dann gleich mal in die Rumproduktion investieren. Noch eine Rumfabrik. Und natürlich auch die Zuckerrohrplantage wieder. Also was so an Rum weggehauen wird, ne, ist schon erstaunlich. Keine Anbindung zum Gebäude. Okay, interessant. So. Wahnsinn, ist echt viel. Muss aber anscheinend sein. Dann, ja, gucken wir mal, während wir hier sind, schauen wir uns mal nochmal um. Produktion, alle Inseln. Rum haben wir jetzt was für gemacht. Ponchos, das ist alles auf. Ach, das ist alles, weil es too much ist, wird es nicht berechnet. Bier wollten wir ja nochmal gucken. Gehen wir rüber in die alte Welt, nach Ditchwater. Hier hat sich das hier jetzt mittlerweile so ein bisschen erholt. Wir brauchen aber nochmal 75 Arbeitskräfte. Deswegen müssen wir hier in Ditchwater mal wieder anfangen, ja, auszubauen, ne? Ich würde mal sagen, dann einmal hier so. Ein paar Bauern, aber das wird nicht lang. Deswegen... So, die Paprikaplantage muss mal so ein bisschen hochgesetzt werden. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Die auch. Dann machen wir das mal folgenderweise. Wir legen die Straße mal 3, 6 so. Wobei, Moment. Menschen lassen sie hochleben. Sehr schön. Wie geht's? Einmal nochmal so ein bisschen hier was hin. Dann hier nochmal ein bisschen Paprika hingelegt werden. Ist das schon... Ah, ist schon voll, ne? Ja, ist voll. Ein Hof ohne Felder? Ja, das geht nicht, ne? Das müssen wir... Dagegen müssen wir angehen. So, hier passt das jetzt auch. Weil dann können wir hier nochmal so ein paar Bauernhäuser hinstellen, die wir ja eigentlich auch brauchen. Weil wir können ja immer noch nicht so eine Anlegestelle bauen, ne? Noch nicht. So. Haben wir nicht schon so, wie schaut's aus? Kneipe... Top. Marktplatz top. Alles, das sieht gut aus. Soweit. Oh, sehr schön. Dann können wir nämlich hier auch gleich schon mal vorsorglich loslegen. Und dann bauen wir hier jetzt nochmal eine Brauerei. Also Brauereien, ne? Holla die Waldvieh. Echt viele da mittlerweile. Bin mal gespannt. Wir haben hier gerade ein Bierfest in Bright Sands, auch interessant. Rum ist noch unterwegs, ihr seht, also dauert echt lange, bis so ein, bis der da irgendwie so 200, so ein vollbepackter Clipper rüber schaukelt. Ich bin erfüllt von Dankbarkeit. Warum haben wir denn hier überhaupt Rum? Die Menschen lassen sie hochleben. Keine Ahnung. So. Zur Stelle. Ja, die Falke macht das ja hier mit dem Rum, aber kriegt hier ständig nichts. Ja? Einsatzbereit. Aber im Prinzip... Ja, das müsste eigentlich passen. So. So, dass wir das irgendwie sauber über die Bühne bringen können. Wollt ihr so ein bisschen Holz mitnehmen, ne? Ja. Baumaterial. Holz.
Schatz, komm und tanz mit mir. Ja, ihr Lieben, also ist echt was los. Im Prinzip haben wir in dieser Folge echt versucht, okay, das könnte man auch nochmal ausbauen. Ja, hier so ein bisschen weiterhin die Handelsrouten zu optimieren und ja, die Produktion hochzufahren. Das mit dem Rum bin ich mal gespannt. Das müsste eigentlich passen. Schiff ist unterwegs. Und sobald wir das erledigt haben, wird das, glaube ich, was. Und hier wird erstmal so ein Bierfest gefeiert. Ist auch schön. So ein Bierfest mal von hier so auf dem Platz. Und in der nächsten Folge schauen wir mal, ob wir dann endlich dann hier, Ingenieure ansiedeln können. Bis dahin ist aber noch was. Wir müssen erstmal rumproduzieren, dann irgendwie nochmal die Bevölkerung hochpushen, bis wir überhaupt zu den Ingenieuren kommen. Aber dazu kommen wir noch früh genug, ihr Lieben. Und ich frage mich eigentlich noch, bevor ich die Folge beende, einen Augenblick, hier hatte ich doch was gesehen. Ja, also hier scheint das einfach auch nicht mehr zu reichen. Denn lagern. Ich mache das mal jetzt, damit wir das später nicht vergessen. Magazin, ich würde hier dann einfach mal nochmal ein neues Lagerhaus hinstellen. Einfach hier an die Seite. So, das machen wir noch, bevor es weitergeht. Einfach mal so hier hin. So. Ja, ihr Lieben. Sieht gut aus. Soweit. Viel Tüftelei jetzt gerade, insbesondere wenn man mehrere Städte hat, aber ja, dafür ist Anno halt bekannt und es macht auch Spaß. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir machen dann in der nächsten Folge. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao. Euer Paris.